Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kaplinfort. Heute drehen wir wieder weiter zum Thema Volkswagen Beetle. Auch im Hintergrund schwer erkennen kann. Eingetütet. Eingetütet. Damit er frisch bleibt. Ja? Damit er nicht kaputt geht. Und frisch bleibt. Ich soll die Aufkleber abmontieren. Ne? Immer noch drauf. Immer noch drauf, auf Scan. Ja? Wir haben vorne, kann man es gut sehen? Aha. Die Front ist schon fertig. Genau so wird der aussehen. Der sieht aus wie so ein Hardcore Porsche, finde ich. Ne? Finde ich schon geil. Ich finde das richtig geil. Ne? Wenn der tiefer gelegt wird, Mama Mia. Ne? Ja, wir haben die Seitenspanner fertig. Ich war kurz in Dubai geschäftlich unterwegs und habe Videos für euch gedreht. Unter anderem auch einen mit einem Bugatti. Nicht Veyron, der alte Furke, nein, ein Chiron. Also wenn schon, denn schon. Ne? Ja, ihr dürft ja aufs Auto fahren und kommt auch, glaube ich, jetzt die nächsten Tage. Ne? Mhm. Leute, jo, genau so ist das. Aber kaum war ich ein bisschen weg, ja, 8 Tage, zack, sind die Schweller fertig. So sieht's aus. Die Jungs hassen das, wenn ich das mache. Ich komme immer hier hin und mache da alles hier ab und so weiter. Und die mögen das überhaupt nicht. Ja, weil die machen sich alles hier fertig, decken alles ab, vernünftig und dann arbeiten. Da kommt der Belzec, macht alles hier Video und dann haut ab und sagt, Jungs, tschüss. Wir mussten leider hier alles ein bisschen umändern bei den Seitenspannern. Vielleicht können wir gleich auch noch auf dem Rechner noch, uns noch hinsetzen, ja, dass wir das dazwischen schneiden und erklären. Warum? Also würden wir die Tür nicht aufbekommen. Ne? Guck mal hier, jetzt ist das so, ja, dass das überall quasi ein, ja, Spalt, was von Millimeter ist. Ne? Davon müssen wir noch Werkzeuge bauen, das ist noch nicht fertig. Ja? Zeige ich euch gleich, was wir noch da weitermachen. Müssen wir noch machen. Auf jeden Fall, wir müssen diese Seitenschwelle ändern. Ja. Also hier diese Wings, ich gucke gerade nach vorne, ob die auch passen. Ich finde das perfekt. Ach so, mit dem vorderen Wing? Ich finde das Ding bombastisch. Wir werden uns für uns auch einbauen, ein VW Beetle. Vielleicht können wir eine Farbe festlegen. Mir ist egal, ich kann. Vielleicht kaufen wir einen schwarzen. Wenn wir einen schwarzen kaufen, dann können wir im Prinzip jede Farbe, lackieren. Ich würde sagen, Farbvorschläge in die Kommentare. Genau, Farbvorschläge vielleicht für unseren Beetle in die Kommentare. Oder wir machen dann wirklich 1:1 wie hier in das Spiel. Auch gut. Weiß, mit so ganz vielen Digitaldruck, bla 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 und so weiter, oder? Dürfen wir das verwenden, die ganzen Aufkleber? Darf man das fragen wir. Ne? Ja. Wenn wir das schon bauen dürfen, dann vielleicht dürfen wir auch die Aufkleber benutzen. Das Auto hat schon die dicken Räder drauf. Deswegen wirkt das nicht so, dass da wirklich so viel ungefähr breiter ist. Hier zum Beispiel, diese kleine, ganz kleine Wölbung, das hier, das ist gar nicht da. Ja, da sieht man auch hier die Stoßstange geändert hier und der Kotzbügel auch. Ja, das wird ein echter Hubschrauber sein. Ja, allein das ist mein. Guck, wie schön das ist. Ja. Guck mal, wie schön das alles angepasst ist. Wirklich perfekt. Also wirklich ganz tolle Spaltmasse. Wirklich, wirklich ganz toll. Ist alles nass, guck mal. Nein, guck mal, jetzt machen die mit Nasspapier Schleifen. Bis das Ding, Achtung, auf Deutsch gesagt, arschglatt ist. Und erst dann, wenn der Arsch glatt ist, bauen wir die Werkzeuge. Das ist ein Kunstwerk dafür, also der sich so ein bisschen auskennt von euch, ja, der wird mir auch recht geben, von dem Ding ein Werkzeug zu bauen, ist ein Kunstwerk. Das sind überall Hinterschnitte, ja. Allein das hier, kannst du von oben vielleicht filmen, allein das hier, diese Wand,
Guck mal, der geht jetzt übertrieben so schräg. Muss aber so gehen, sonst wegen der Tür. Das ist ein Kunstwerk. Auch hier. Hier wird es noch enger. Ich kann euch eins sagen. Oh, hier. Ich kann euch eins sagen. Das ist ein Kunstwerk. Wir modellieren meistens oder am besten oder am liebsten so, dass wir die Räder haben und dann bauen wir quasi alles um die Räder herum. Ja? Mhm. Und nicht ohne Räder und danach Räder. Weil nachher gibt es immer Komplikationen. Ne? Und hier ist der Seitenschwelle auf der Seite noch gar nicht angepasst. Ne? Der ist schon fertig, das ist der da liegt. Tankdeckel. Schau mal, das alles funktioniert wie Original One. Guck mal. Ja, wenn man sich viel Mühe gibt, was wir auch tun jeden Tag, dann passt das auch so. Spoilertechnisch bauen wir nicht, das macht der JP selber. Ah, okay. Bleibt so, ja? Eigentlich ja, aber wir müssen auch langsam das Auto abgeben, weil das hat sich schon sowieso viel zu lange verzögert. Das Projekt sah auch einfacher aus, als es ist oder als es war. Riesige Teile, ja, und sehr, sehr aufwendig, wirklich. Ja, dass das alles quasi auch zusammenpasst, der Kotflügel mit den Schwellern zusammen, mhm, und so weiter. Dass man allein dieses Teil, dass wenn die Tür aufgeht, ja, wenn die Tür aufgeht, dass das auch passt. Ja. Das sind auch nur ein paar Millimeter. Das muss man alles vorher berechnen, ja, und sagen, okay, wenn der Lack noch drüber kommt, das sind auch 2 Millimeter, dann müssen wir alles dann platt lassen. Ja. Das, ja, ist auch wieder der Unterschied zwischen Leuten, die das nur am Computer machen, grafisch. Ne? Genau so ist das. Ne? Das war wie bei einem Golf 2, die Geschichte. Da war, am Ende war das gar kein Projekt wie das Design. Hier bei den Seitenschwellern muss man wirklich am Computer zeigen. Die Originalen waren quasi ab hier, ne, also hier, komplett durchgehend, ein Stück. War ja nicht möglich, sonst kann man die Tür nicht auf. Oder man müsste die Türen schneiden. Das ganze Bodykit wird 1:1 ausgetauscht. Ja? Also das heißt, die Originalen abschrauben, die dran, fertig. Zu sagen, wie lange noch ungefähr? Ich glaube 2 Wochen, aber wenn das Video, wir haben so eine kleine Verzögerung. Bleib mal kurz da, ich zeig dir was. Weil viele auch angefragt haben, zeig mal, wie das aus der, aus der Form rauskommt und so weiter. Guck mal, die Form, zeige ich gleich da hinten. Da muss alles perfekt rausgeschnitten werden und auch hier, alles perfekt. Ja? PDC-Löcher aussparen. Und so weiter und so fort. Also auch hier muss schön bis zur Kante perfekt abgeschnitten werden. Das ist alles Handarbeit. Ja, unten die Clipser zum Beispiel, ne? Kannst du das sehen, Sascha? Ja, das sind wirklich wie auch im Original die Clipser. Ist auch nicht ganz ohne zu produzieren. Hier die Lufteinlässe. Das muss alles schön wirklich produziert werden. Ja? Und hier für Abschlepphaken, Kappe, alles muss gemacht werden. Ne? So sieht eine Form von uns aus. Jetzt wird alles per Hand quasi, die glänzt nicht, weil die jetzt eingewachsen ist. Warum wir das einwachsen? Damit die auch rausspringt aus der Form. Ja. Und im Prinzip, dann müssen wir jedes Teil einzeln das auseinanderschrauben, ja, von innen laminieren, auch die, zum Beispiel die Halter, laminieren, dann verkleben, festschrauben. Wir haben feste Punkte, wo das alles kommt und so weiter, die ganzen Halter und so weiter. Und ja, also wirklich aufwendig, sehr aufwendig. Deutsches Kunstwerk, Handwerk, Kunstwerk, beides. Zum Beispiel das hier, geht auch, guck mal her. Für die kleineren Teile, wenn die Teile auch gefräst, ist natürlich, geht schneller. Das ist zum Beispiel die Klebekante, ist auch so fettig alles jetzt, ne? Das ist die Klebekante, ja, was das soll. Und das hier ist das Hauptteil, ja. Ja, und im Prinzip laminieren wir erstmal, ja, normalerweise bis hier so, ja. Dann schneiden wir das alles ab, auch hier, ne, bis zu ein bisschen mehr, dann schneiden wir das alles ab, dass nur die Kante da ist, legen wir drauf und dann verkleben wir das. Das ist die Heckstange für den Beetle. Die Heckstange ist, glaube ich, 24-teilig. 24 Teile. Hab ich richtig verstanden, 24 Teile. Nur die Heck? Nur die Heckstange, ja. Weil der Heckdiffusor hat mich oder uns aus dem Leben geschossen, ehrlich jetzt. Das war noch, wir haben für den Lamborghini Huracan schon eine sehr, sehr aufwendige Form gemacht, aber die war gar nichts. Die Beetle-Form, guck mal, Lamborghini Huracan ist nicht so aufwendig wie eine Beetle-Front oder Heck, also Form. Ja. Wie soll ich den Kunden erklären,
Lamborghini schon kostet, ich sag mal 3.000, die soll 1.000 Euro kosten. Ja. Eigentlich muss es umgekehrt sein, nur ein Beetle-Fahrer würde niemals eine Heckstange für 3.000 Euro kaufen. Oder nur die wenigsten. So, Seitenschweller. Die sieht man hier ein bisschen sehr schwer, würde ich mal sagen. Ja, aber wenn man guckt, wirklich sind die 1:1. Aber, wenn man auch im Bild sieht, ja, hört die Tür hier auf. Ja, und eigentlich ist die Tür viel, viel tiefer. Deswegen haben wir das Teil, das weiße hier, quasi auf die Tür geklebt oder ummodelliert und alles an der Seitenschweller drunter quasi. Also rein optisch wird das aussehen wie auf dem Projekt, nur technisch ist das nicht machbar. Okay. Und das hat uns. Vielen Dank. Bitte schön. Mein Essen kommt. Ich habe gekocht. Ach so, Entschuldigung. Hast du was gesehen? Das esse ich. So sieht's aus. Ende der Geschichte ist, ja, das Projekt ist echt eine technische Herausforderung. Ne? Muss man dazu sagen. Hier kennst du das sehr gut. Guck mal, wir haben das auf dieses Auto, guck mal, wie das hier im Original aussieht. Mhm. Ja, da hat so Aufsätze. Ja, auch original schon. In der Version von dem Spiel ist das weg. Deswegen mussten wir natürlich entweder die Tür kürzen, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht, haben wir diese schöne Aussparung hier gemacht. Ne? Ich freue mich auf das Auto. Vielleicht könnt ihr wirklich reinschreiben, was für eine Farbe unsere Beetle haben soll. Ja? Und ja, ich bin offen für alles, ob grün, gelb, blau, mit Digitaldruck, ohne Digitaldruck, vielleicht so wie wirklich in dem Spiel. Jo. Was auch immer, wie auch immer. Erstmal müssen wir einen Beetle finden. Ja, es ist wirklich schwer. Ich hatte das Gefühl gehabt, die waren schon mal günstiger. Jetzt sind die wieder teuer. Aber ja, muss man in den sauren Apfel beißen. So, da ist die Bestätigung, dass wir das machen dürfen zum Verkauf auch. Oder hast du noch nichts gekannt? Das ist noch nicht weiter. Du? Ja? Passt. Passt. Ja, ich denke mal schon. Unseren Beetle, den wir bauen werden, für uns, ja, werden wir, ich schätze mal so 3-4 Monate fahren, ne? So, ja schon. Ein bisschen Werbung machen und dann wird er zum Verkauf stehen. Ja, es wird auch definitiv ein 2.0 Turbo sein, das mit 200 PS, weil ja, alles andere ist, ja, ich sag mal 160 PS könnte man auch noch nehmen, aber Turbo ist Turbo, ne? Sag ich immer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, kommentiert, teilt, schickt das euren Freunden. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr die 100.000 Abonnentenmarke. Eigentlich ein Button. Dann hänge ich mir irgendwo hier auf. Ja. Da bin ich hier. Erstmal mache ich das im Auto so. Fahr ich spazieren. Guck mal, ich. Ja, ich meine, das ist schon was Besonderes. Ja. Da muss ich das vorstellen immer. Am Anfang habe ich immer gedacht, ja gut, da folgen mir 3.000 Leute, irgendwann wurden 10.000 Leute und was weiß ich was. Ich habe gesagt, boah, hab's aber 10.000, ja, ein bisschen wenig, ne? Also dachte ich. Mhm. Nur, man muss sich vorstellen, bei uns in, zum Beispiel in Oberhausen, Königspilz, eine Arena, da passen 12.000 Leute. Und wenn die voll ist, ist das ein Feeling, Halleluja. Und wir haben jetzt das mal 7. Also 7-mal haben wir zurzeit. 7-mal Arena Oberhausen voll, die uns zuschauen. Vielen Dank dafür und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.